Hallo da draußen, schön, dass ihr alle hier seid. Wir wissen nicht so hundertprozentig, wer alles so mitschaut, aber das ist auch gar nicht schlimm. Wir sind einmal Katrin aus Erfurt und einmal ich aus Berlin. Florian, mein Name. Katrin fängt gleich an mit einer kleinen Einführung in, was ist eigentlich das Recht auf Energie? Und dann machen wir weiter. Mit einem kleinen Input von mir, wo es um Energie als öffentliches Gut und kollektive Energieproduktion in der Stadt geht. Und dann ist nochmal Katrin dran, die euch Sachen über Energieeffizienzmaßnahmen und Verdrängung in der Stadt erzählen Genau, dann haben wir eine kurze Pause und dann wollen wir auf jeden Fall euch alle auch nochmal kennenlernen und haben hier so kleine, schöne Breakout-Sessions organisiert, wo ihr einfach auf Big Blue Button Raum Nummer 1 drücken müsst unter unserem Programm. Das findet ihr bei dem Programm vom Forum. Da seht ihr dann den Link. Und dann treffen wir uns dort in so kleinen Breakout-Sessions wieder. Und da sehen wir uns dann vielleicht sogar und können auf jeden Fall so ein bisschen miteinander reden, was ja auch schön ist. Also der erste Teil ist jetzt so ein bisschen Input. Und dann der zweite Teil, da kommen wir dann ins Gespräch miteinander. Und hier jetzt auch noch mal kurz der Hinweis, das wisst ihr ja wahrscheinlich auch, dass es so ein schönes Pad gibt. Da könnt ihr jetzt auch schon mal, wenn ihr Fragen habt, Fragen notieren. Wir gucken da immer so ein bisschen drauf. Jetzt, wenn Katrin spricht, gucke ich drauf. Und am Ende gehen wir dann auf eventuelle Fragen auch noch mal kurz hier ein, damit das hier schon geklärt wird. Aber sonst können wir das nachher einfach auch in den Breakout-Sessions noch mal machen. Und damit würde ich jetzt einfach an Katrin weiterreichen und ich mache für Sie so ein bisschen PowerPoint, weil wir technische Probleme hatten. Genau. Ja, guten Morgen. Ein kurzes Wort zu mir. Ich bin Katrin. Ich arbeite in Erfurt an der Fachhochschule und bin Stadtsoziologin. Und ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Wohnen, Wohnungsmarkt, Quartiersentwicklung, Segregation. Und ich beschäftige mich auch seit mehreren Jahren mit Energiearmut und bin in unterschiedlichen Netzwerken auf europäischer Ebene, vor allen Dingen auch mit anderen Kollegen in der Forschung zusammen. Und Florian und ich haben uns in einem dieser Netzwerke kennengelernt. Das ist das, was ihr auf der rechten Seite von der kleinen Präsentation seht, die Right to Energy Coalition, und haben uns im Sommer letztes Jahr auf einer Veranstaltung dort getroffen und versuchen seitdem auch für Deutschland ein bisschen die Diskussion um das Recht auf Energie voranzutreiben. Das ist nämlich eine Diskussion, die gibt es tatsächlich eher auf der europäischen Ebene als in Deutschland. Klickst du mal weiter? Diese Right to Energy Coalition, das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen mit einem sehr südeuropäischen Bias. Also sind sehr viele spanische Gruppen aktiv zum Beispiel, die relativ stark in den letzten Jahren gemerkt haben, wie Wohnungsmarkt und Energieversorgung auch zusammengehören, weil es einfach sehr, sehr viele Stromabschaltungen gab und sich eine soziale Bewegung auch formiert hat gegen diese Praxis, dass den Haushalten einfach der Strom gekappt wird und die sich gegenseitig unterstützen, dagegen zu kämpfen und auch die Verbindung teilweise wiederherzustellen. Und das ist eine große Säule dieser Recht auf Energiebewegung. Und dann sind die Gewerkschaften dabei, vor allen Dingen auch die Servicegewerkschaften, die sagen, wir müssen diese blöden Stromabschaltungen durchführen und wir wollen das nicht mehr. Du stehst vor einem Haushalt mit entweder vielen kleinen Kindern oder ältere, kranke Leute und sollst denen den Strom sperren. Das wollen wir nicht mehr. Das ist im Prinzip so ein bisschen der Hintergrund dieser europäischen Recht auf Energiebewegung, würde ich mal sagen. Und dazu gibt es noch, und wenn du jetzt noch mal weiterklickst, gibt es auch Forschungsnetzwerke, die sich mit Energiearmut auf europäischer Ebene beschäftigen. Das ist hier einmal dieses Netzwerk Engager, wo wir auch beide aktiv sind. Das ist eine Cost Action, also ein Netzwerk für vor allen Dingen Wissenschaftler,
die ihre Arbeiten zusammenbringen und schauen, wo die Vernetzung auch zu neuen Erkenntnissen führt. Und diese Engager Cost Action beschäftigt sich mit europäischer Energiearmut. Und in dieser Cost Action haben wir letzte Woche einen Call for Action veröffentlicht. So sind wir auch zu diesem Recht auf Stadt Forum im Prinzip gekommen, indem wir gesagt haben, das sind zwei Communities, die müssen sich mal kennenlernen. Und deswegen sind wir hier. Genau. Und dieser Call for Action, klick mal weiter, sagt im Prinzip, Energiearmut ist eine der sozialen Problemlagen, die von der aktuellen Covid-19-Krise verstärkt wird. Und diese Verstärkung heißt einfach, dass die Dinge, die zu Energiearmut führen, also hohe Preise, geringe Einkommen, und Energieeffizienz, die fehlt. Alle diese Treiber von Energiearmut werden im Prinzip im Moment verstärkt. Das spüren wir in Deutschland vielleicht nicht ganz so sehr. In Deutschland ist uns diese Debatte auch nicht vertraut, aber in anderen Ländern Europas ist es besonders stark zu merken, weil auch die sozialen Sicherungen noch schlechter sind und noch weniger greifen als bei uns. Ich will unsere nicht schönreden, aber immerhin im Vergleich sind wir gar nicht so schlecht. Nochmal einen weiter. Und in diesem Call gibt es auch einen Abschnitt, wo wir darauf hinweisen, dass Wohnen, also Housing Quality is one of the most pressing issues, steht jetzt hier. Wohnqualität ist jetzt eine der wichtigsten Themen. Und während man auf der einen Seite die Energieeffizienz braucht, um die Energiepreise gering zu halten, die Energiekosten gering zu halten, muss man gleichzeitig aufpassen, dass die Energieeffizienzmaßnahmen nicht zu einem Mittel der Verdrängung werden. Auf europäischer Ebene wird gerade eine Renovation Wave angekündigt, nachdem Frau von der Leyen also ihren Green Deal ein Stückchen zurücknehmen musste. Aufgrund der aktuellen Krise wird jetzt eine Renovation Wave angekündigt und forciert. Und das klingt für Leute, die sich mit Wohnungsmarkt und Gentrifizierung auskennen, gefährlich. Denn diese Effekte, die wir nachher auch noch mal im Detail ansprechen wollen, sind für viele nicht so ganz positiv. So, noch ein weiter. Genau. Wir haben eine Kollegin, die Recht auf Wohnen und Recht auf Energie aus einer Perspektive der Human Rights zusammendenkt. Marlies Hesselmann ist eine niederländische Kollegin, die sich mit dem Recht auf Energie in ihrer Doktorarbeit beschäftigt und das aus eben dieser rechtlichen Perspektive. Und sie hat hier in einem Blog, den Link dazu können wir euch auch in dem Pad zur Verfügung stellen, wenn ihr möchtet. Genau, sie hat in einem Blog mal zusammengestellt, was eigentlich die rechtlichen Grundlagen sind, die hier greifen und die eigentlich auch bindend sind, international, die aber national nur dann zum Zuge kommen. Ne? Man sagt immer, wo kein Kläger, da kein Richter. Das trifft auf die Menschenrechtsanwendung ziemlich klar zu. Und hier ist dieser dritte Anstrich, the right to adequate housing, festgelegt in diesem, was da in blau in der Klammer ist. Das sagt sie, ist so das Überrecht, in dem geregelt wird, was eigentlich adäquat, also angemessenes Wohnen eigentlich bedeutet. Und dort fallen eine ganze Menge Dinge drunter, unter anderem auch die Versorgung mit Energie. So, nächste Folie. Genau, und weil wir wissen, dass Energiearmut in Deutschland ein Begriff ist, den nicht so viele kennen. Es gab mal eine Zeit, da gab es eine gewisse Aufmerksamkeit dafür. Das ist jetzt schon so 7 Jahre her. Da war das mal Berichterstattung wert. Inzwischen ist wieder Ruhe eingekehrt. Aber Energiearmut ist eine spezielle Armutslage, so wie Bildungsarmut, die bedeutet, dass Menschen sich nicht ausreichend mit Energie und Energiedienstleistungen versorgen können, dass sie also sozial und materiell nicht das nötige Level an häuslichen Energiedienstleistungen erreichen.
Das wird global vor allen Dingen als Zugang zu Energie überhaupt diskutiert. Das wird in Europa oder den USA unter dem Stichwort Stromabschaltung diskutiert oder als Überbelastung durch hohe Preise. Also man sagt, wenn ein Haushalt mehr als 10% seines Haushaltseinkommens für Energie ausgeben muss, das war lange Zeit ein Kriterium zu sagen, dann ist er energiearm. Und wie viel man ausgeben muss, hängt natürlich davon ab, wie gut oder schlecht die Wohnverhältnisse sind. Das zeigt dieses Bildchen hier unten in der Mitte. Häuser können viel Energie verbrauchen, um ein angemessenes Level an Wohnraumqualität zu erreichen oder auch wenig. Und gerade jetzt in den Lockdowns der letzten Wochen, wo die Kinder Homeschooling machen sollen und wo wir für alles, was Informationen und Kommunikation betrifft, Energie brauchen, Internet brauchen, das sind diese Energiedienstleistungen, das meint dieser Begriff, merken wir, wie wichtig das für soziale Teilhabe, für Bildung, für auch politische Teilhabe ist, Energiezugriff zu haben und auch ausreichend davon zu haben. Einer Schätzung des Energy Poverty Observatory zufolge sind etwa 50 Millionen Menschen europaweit von Energiearmut betroffen. Also das ist das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, und wir suchen jetzt den Kontakt zu den Recht auf Stadt Leuten, weil wir glauben, wir haben eine Menge gemeinsame Ziele. Ich glaube, das war meine letzte Folie. Vielleicht kommt jetzt noch das Programm für heute noch mal kurz. Ach nee, das waren so ein paar Schlagworte, die wir gesammelt haben, wo wir gesagt haben, da sind diese Überschneidungen schon mal ganz klar. Wohnen ist eine Überschneidung, Energieeffizienz beim Wohnen, der Zugang dazu auch zu effizientem Wohnen oder zu Energie überhaupt. Verdrängung zeigen wir euch gleich noch. Florian wird jetzt erstmal einsteigen in die andere Säule von Energietransformation, nämlich die erneuerbare Energie und wie die eigentlich sozial gerecht werden kann. Genau, das sind die Dinge, die, wo wir sagen, da gibt es die Überschneidungen. Vielleicht seht ihr andere. Ihr habt ja den Link zum Pad im Programm. Ich sehe, dass jetzt 10 Leute auf dem Pad sind. Ihr dürft da jetzt auch schon drauf, auch wenn das im Programm so aussieht, als könnte man das erst später anklicken. Ah, es wird auch gleich einer mehr. Super. Und ihr könnt gerne hier eure Gedanken auch schon mal dann aufschreiben, wenn sie euch kommen. Ne? Das ist ja der Charme jetzt auch dieser Technik. So. Und ich glaube, jetzt kommt nur noch eine allerletzte Folie, genau mit dem, was wir uns heute vorgestellt haben. Das war die kurze Einleitung. Ich übergebe jetzt an Florian mit einem Input zu Energie als öffentliches Gut, also Energie einfach mal als was anderes denken, als die Ware, die wir mit den Stadtwerken oder welchem Energieanbieter auch immer konsumieren und bezahlen. So, Florian, bitte. Okay, so, ich muss jetzt erstmal hier die Präsentation ändern. So. Gucken, ob das funktioniert hat. Bisher ist es noch schwarz. So, geht es jetzt? Jetzt sehen wir den Startbildschirm. Wir hatten vorhin das Dilemma, dass ich meine Sache nicht zeigen konnte. Dann habe ich sie Florian geschickt und er hat sie für mich gezeigt. Vielleicht müssen wir es jetzt wieder umgekehrt machen. Geht immer noch nicht, ne? Nee. Soll ich es mal probieren? Warte, ich versuche es noch einmal. Ja. So. Okay, Moment. Es hat eben so schön bei dir funktioniert, und jetzt funktioniert es bei mir natürlich nicht so schön. Das ist schon witzig. Ne? Jetzt geht es bei mir gar nicht mehr. Okay, dann hole ich mir mal die Präsentationsrechte zurück, ja?
Ja. So. Ich müsste jetzt aber deine Präsentation noch mal kurz aufmachen, denn die hatte ich eben zu. In der Zwischenzeit könnt ihr ja ein bisschen diskutieren im Pad, falls da schon was passiert. Ich habe auch übrigens die Links von den Dingen, die Katrin gerade gesagt hat, schon mal auch ins Pad hochgeladen. Da seht ihr nochmal den Link zur Right to Energy Coalition, von der wir gerade gesprochen haben, zu dem Call von Engager, also dem Call, was jetzt eigentlich passieren muss, gerade in Zeiten von Covid-19, was wir ja überall haben. Das wird jetzt gerade auch in verschiedene Sprachen übersetzt. Und gleich auch die Verlinkung zu der Petition bei change.org. Das könnt ihr euch durchschauen. Und wenn ihr findet, dass das unterstützungswürdig ist, dann könnt ihr das gleich auch mit unterstützen. Dann haben wir noch den Blogbeitrag von Marlies zu Right to Energy aus einer juristischen Perspektive. Und ganz zum Schluss noch mal das Energy Poverty Observatory. Katrin, hat funktioniert das oder? Dann gib mir doch noch mal. Nee, also auf Bildschirm freigeben kriege ich eine Fehlernachricht. Berechtigung wurde nicht erteilt. Okay, dann mach mal. Wir rufen unsere Technikexperten. Was können wir jetzt machen? Beende noch mal deine Dings und wir spielen irgendwie Musik ein. Wie denn? Wie beende ich das denn? Ich kann ja nicht eine Bildschirmfreigabe beenden, wenn ich sie nicht angefangen kriege. Kann es jetzt weitergehen? Ich hoffe, dass ihr das seht. Wir haben das jetzt schnell, ganz schnell geändert. Es hat eben irgendwie nicht so richtig funktioniert. Naja, egal. Also, wir machen das jetzt so. Kurz zu mir.
Florian, das ist mein Name. Ich bin an der Europa-Universität Viadrina und forsche da im Rahmen meiner Doktorarbeit zu dem Thema Inklusion in der Energiewende, beziehungsweise spezifisch gucke ich mir erneuerbare Energiegemeinschaften an und wie die inklusiver werden können. Da gehe ich jetzt auch im Rahmen dieser Präsentation auch nochmal drauf ein. Genau, das erstmal so vorweg zu mir. Und jetzt hier die Frage, was ist Inklusion oder was ist eigentlich inklusive Energieproduktion und wieso erzähle ich das euch jetzt so im Rahmen der Stadt? Kurz so als Hintergrundinformation, das wissen wir ja auch irgendwie alle, Energiewende, das sagt uns allen was, dass wir da so ein bisschen gucken müssen, okay, wir haben hier die fossilen Energiemenschen, also die großen Unternehmen, und dass die dann nicht wirklich ein Interesse dran hatten, von Anfang an da an ihrem Geschäftsmodell großartig was zu verändern, das wissen wir auch. Dass sich das immer mal so ein bisschen verändert, wissen wir auch, aber dass in Deutschland die Kohleindustrie immer noch ziemlich weit vorne steht und da auch sehr viel Neues erstmal verhindert und Innovationen, das ist leider immer noch so. Und da kommen jetzt halt genau andere Akteure von Anfang an ins Spiel. Und das sind halt ganz schnell und ganz oft auch erneuerbare Energiegemeinschaften. In Deutschland sind das ganz viele kleinere und auch mittlere erneuerbare Energiegenossenschaften, von denen wir hier da sprechen. Genau, ja, das sieht jetzt nicht ganz so schön aus, glaube ich, auf dem Bildschirm. Ich kann das jetzt hier mal so, naja, okay. Naja, jedenfalls, Energiegemeinschaften spielen da also eine sehr wichtige Rolle. Und warum? Weil die halt von Anfang an auch schon so dezentral gedacht haben. Die denken, da haben sich verschiedene Menschen zusammengetan als Kollektiv, gesagt, okay, wir können das eigentlich machen, wir können uns zusammen zum Beispiel ein Windrad leisten und hinstellen und dadurch dann unseren Strom beziehen, oder wir bauen uns PV-Installationen auf unsere Dächer, um unseren Strom herzustellen, oder wir koppeln das noch mit einer Wärmepumpe, um zum Beispiel Warmwasser bei uns dezentral und relativ nachhaltig zu bauen, ohne dass da jetzt halt irgendwie ein großer Investor dabei ist, sondern das sind Menschen, die tun sich zusammen, die packen ihr ganzes Wissen zusammen, ihre Zeit, weil da auch immer viel Ehrenamt dabei ist und halt auch immer so ein bisschen Geld, weil das muss halt auch sein. Dann gibt es auf struktureller Ebene natürlich auch, also muss jemand diese Energiewende nach vorne treiben, das können nicht nur große Unternehmen sein. Wenn man sich jetzt da verschiedene Berechnungen mal so anschaut, dann wird halt, wenn man ja zum Beispiel im Zeitraum 2020 bis 2030 schaut und dann die erneuerbare Energieziele, die es auf EU-Ebene gibt, wo Deutschland auch Teil davon hat, sollte jedenfalls, dann guckt man ungefähr, sieht man, okay, wir brauchen circa 150 Milliarden Euro zusätzlich an Investitionen, die irgendwo herkommen müssen. Und da wird dann auch aus politischer Perspektive die Rolle von privaten Bürgerinnen und Bürgern, von Energiegenossenschaften etc. sehr interessant, weil die das halt schon tun, aus einem eigenen Interesse heraus. Zusätzlich, was wir auch wissen, eine Energiewende, wenn man die nicht sozial verträglich gestaltet, gibt es sofort ganz viel Protest. Und das ist ja auch verständlich. Wenn da jetzt so ein großer industrieller Investor ankommt und baut so einen riesigen Windpark neben mein Haus, ich habe davon halt nichts, ich gucke mir das Ding nur an, dann habe ich natürlich keine Lust darauf. Wenn ich das jetzt aber als Gemeinschaft selber mit einem Interesse mache, und ein paar Windräder aufbaue, wo ich dann selber den Strom nachhaltig von bekomme, also ich in dem Prozess involviert bin, dann sieht das Ganze wieder anders aus. Also wir reden da in dem Kontext auch ganz schnell über die Themen, also lokale Akzeptanz und Teilhabe, aber auch eine lokale wirtschaftliche Entwicklung. Auf EU-Ebene ist das Ganze im Rahmen der erneuerbaren Energierichtlinie, die nennt man auch RED 2, weil auf Englisch nennt sich das Renewable Energy Directive, und 2, weil es halt die Neufassung ist. Da steht ganz viel zu dem Thema auch drin, und da wird halt auch erkannt, okay, wir müssen sogenannte erneuerbare Energiegemeinschaften fördern. Oh ja, das sieht man jetzt hier leider nicht mehr so schön, weil ich wollte euch kurz damit so als Hintergrundinformation so ein bisschen was erzählen, weil in diesen Direktiven, da redet man dann über Energie prosumieren. Prosumieren heißt hier einfach, okay, vorher hatte man halt irgendwo
einen Produzenten von Energie, also einen Versorger, und der hat mich jetzt als Konsumenten versorgt. Ich war also sehr passiv. Und jetzt ist aber die Idee, wenn wir hier so ein Haus haben, ich wohne in einem Haus mit einer Gemeinschaft und wir haben halt eine Dachfläche, da können wir zum Beispiel also eine PV-Anlage installieren, dann werden wir auch zum Produzenten der Energie, die wir gleichzeitig konsumieren, und dann haben wir dieses Wort Prosumer, damit man nur kurz einmal so weiß, was das ist. Und dieses Modell wird jetzt auf EU-Ebene stark auch unterstützt. Einmal individuell, aber auch kollektiv. Also individuell heißt das halt, ich baue mir, wie gesagt, diese PV-Installation drauf, und dann gibt es Einspeisevergütungen zum Beispiel. In Deutschland kennen wir das vielleicht auch, dass ich zu einem in der Vergangenheit relativ hohen Fixpreis Strom einspeise ins öffentliche Netz und da eine Vergütung bekomme. Das verändert sich jetzt immer mehr. Man hat steuerliche Anreize und andere Subventionen, die halt Individuen auch in die Lage versetzen, sowas zu machen. Und dann auf der anderen Seite haben wir aber auch die kollektive Variante, also Energiegenossenschaften zum Beispiel, die das tun, die aber von den ähnlichen Mechanismen profitieren. Und die Vorteile sind ganz klar auf der Hand. Sobald ich weniger Steuern oder irgendwas bezahlen muss, zum Beispiel auch in der Zukunft wird das immer mehr ein Thema sein, dass man weniger Netzgebühren bezahlt, wenn man den Strom selber produziert, den man verbraucht. Damit sinken die Preise sozusagen, also die Kosten, die ich habe, um Energie, für meine Energie sinken. Gerade wenn ich in einer Energiegenossenschaft bin, kommt man auch ganz schnell zu weiteren Themen. Also wie kann ich energieeffizienter verbrauchen, um Ressourcen zu schonen, aber natürlich auch den eigenen Geldbeutel. Und gerade in einer Energiegenossenschaft oder auch als Individuum, wenn ich jetzt mehr Strom produziere, als ich eigentlich selber verbrauche, kann ich die Überschussproduktion verkaufen und dadurch noch ein bisschen Geld sogar verdienen. Und das ist ja prinzipiell alles super gut. Da muss man sich jetzt nur mal Gedanken machen, wer kann das denn eigentlich machen? Also was braucht man dafür, um das machen zu können? Also die Frage der Inklusivität, die ist halt, steht dann sofort schnell im Vordergrund. Und dann kommen wir auch ganz schnell zum Thema Energiegerechtigkeit und was das eigentlich bedeutet. Da gibt es dann verschiedene ziemlich schlaue Menschen, die sich darüber Gedanken machen. Einmal so, weil ich komme halt auch aus der Wissenschaft ganz viel, da redet man dann halt schnell über so Definitionen. Was ist denn Energiegerechtigkeit? Und ich habe das, weil das im englischen Kontext nennt sich das Energy Justice. Und ich habe das jetzt mal einfach plump ins Deutsche schnell mal übersetzt. Da reden wir also davon, allen Menschen in allen Bereichen sichere und erschwingliche und nachhaltige Energie zur Verfügung zu stellen, also sie zu versorgen. Da reden wir dann halt, wenn man sich da so ein Framework anschaut, gucken wir erstmal, okay, worüber reden wir eigentlich? Die Distribution, also die Verteilung, der Zugang zu Energie, aber im europäischen Kontext halt auch immer mehr diese Frage, wer kann denn prosumieren und wer kann von diesen ganzen Vorteilen, die das hat, die man also einmal durch ne, Steueranreize, aber auch wenn man nicht ganz so viele Umlagen bezahlen muss, etc., hat man ganz viele Vorteile. Wer kann denn davon profitieren? Sind das alle Leute oder gibt es da Gruppen, die ausgenommen werden? Also die halt diese Vorteile nicht haben. Dann muss man gucken, okay, Recognition, who is affected? Also wer ist von einer Ungerechtigkeit in diesem Fall betroffen und was kann man dagegen tun? Also was sind Prozeduren? Und jetzt gucken wir wieder in Deutschland, so ganz klassisch, ganz interessant eigentlich. Da gibt es dann, die sind zwar auch schon ein bisschen älter, von 2015 gibt es verschiedene Untersuchungen, die haben sich jetzt einfach mal eher die kollektive Variante, also Energiegenossenschaften in Deutschland angeschaut und geguckt, okay, wer ist denn da so drin? Und daraus kann man jetzt halt leider relativ klar sehen, über 70% der Mitglieder von so Energiegenossenschaften sind momentan männlich, haben einen hohen Bildungsabschluss, sind ein bisschen älter, haben ein ziemlich gutes Einkommen, damit aber auch Zeit und Wissen, sich überhaupt zu engagieren, Teil von so einer Genossenschaft zu werden oder eine zu gründen, weil halt, wie gesagt, im Genossenschaftswesen in dem Bereich auch immer noch sehr viel auf also ehrenamtliche Tätigkeiten angewiesen sind, was ja gut ist, aber dafür muss man halt auch erstmal die Zeit haben. Und wenn ich jetzt eine alleinerziehende Mutter zum Beispiel, die halt irgendwie die ganze Zeit arbeiten muss, die hat halt nicht die gleichen Möglichkeiten, sich zu engagieren.
Was dann gerade in der Energiewende, haben wir halt eine große Gender Gap. Also viele, viele Männer und echt nur wenig Frauen. Und da gibt es halt strukturelle Gründe dafür. Das Gleiche gilt für einkommensschwache Haushalte, die total unterrepräsentiert sind. Generell jüngere Leute, junge Familien und arbeitslos. Also da haben wir also diesen Gerechtigkeitsgedanken, wo man nochmal hingucken muss, was kann man denn machen, um jetzt auch, wenn es auch um kollektive Energieproduktion, also erneuerbare Energieproduktion und Teilhabe an der Energiewende, wenn es darum geht, was kann man denn machen, um das inklusiver zu gestalten, weil das momentan noch nicht so richtig der Fall ist. Hier nochmal, um das so ein bisschen zu untermauern, leider nicht so ganz aktuell, ich habe nichts Aktuelleres gefunden, sieht man hier die in den letzten, seit 1998 und jetzt bis 2012, sieht man die Entwicklung von unterschiedlichen Einkommensgruppen und wie viel Geld die eigentlich für Energie, also für ihren Energiekonsum ausgeben müssen. Und da sieht man relativ eindeutig, dass gerade für die unteren Einkommensgruppen das relativ zugenommen hat. Also jetzt zum Beispiel Ende der 90er Jahre waren es ungefähr 7%, 2012 oder 2011 war es sogar eher 12%, was eine ganz schön krasse Entwicklung ist und im Gegensatz dazu bei den oberen Einkommensgruppen eben nicht. Und ein Grund ist halt wiederum, in Deutschland jetzt spezifisch die erneuerbare Energienumlage, das heißt, der Gesetzgeber hat gesagt, okay, wir müssen irgendwie PV-Installationen etc. müssen wir finanziert bekommen. Das heißt, jeder, der sich so ein Ding aufs Dach baut, der muss das irgendwie machen können und damit aber wenigstens kostenneutral sein. Das heißt, ich kaufe mir die Anlage, installiere die und dann produziere ich den Strom und den muss ich jetzt zu einem Preis verkaufen, der dann ungefähr meine Kosten deckt. Und das ist aber nicht der normale Strompreis, sondern der normale Strompreis ist immer ein bisschen niedriger gewesen, also ziemlich sogar. Und diese Einspeisevergütung muss man dann irgendwie aber auch wieder finanzieren. Und da hat man halt gesagt, okay, jeder in Deutschland, der irgendwie Strom konsumiert, also auf der Stromrechnung sieht man das dann auch, da habe ich also die verschiedenen Kosten, Steuern und diese Umlage. Und diese Umlage macht ungefähr 20% vom Strompreis aus. Also jeder Haushalt, egal ob mega viel Einkommen oder halt echt wenig Einkommen, muss diese 20% von seiner Stromrechnung da nochmal bezahlen. Und wenn man sich das jetzt natürlich hier gerade, also wenn ich ganz viel Einkommen habe, dann macht 20% von meinem Strom jetzt nicht so einen großen Unterschied. Aber wenn ich eh schon jeden Cent umdrehen muss, dann wird das schnell zu einem Problem und führt dann halt unter anderem auch zu einer Situation, wo ich nicht mehr meinen Stromkonsum, also den ich auch einfach brauche, um vernünftig leben zu können, vernünftig finanzieren kann. Und da ist halt die Idee, wenn jetzt jeder an so einer Energiegemeinschaft teilhaben kann, dann führt das halt einfach auch schon mal dazu, dass meine Stromkosten geringer sind und ich aber unter anderem auch Zugang habe zu diesen steuerlichen Anreizen, zu diesen regulatorischen Vorteilen, die es da halt gibt, die momentan einfach nur einem geringen Teil der Leute überhaupt jetzt zum Beispiel in Deutschland zur Verfügung stehen. Also eher den Leuten, die halt schon relativ viel Geld haben und auch Wissen in dem Bereich. Also die Leute, die halt nicht so viel Geld haben und auch nicht so dieses Wissen und dann nicht so involviert sind, die müssen eigentlich momentan drauf bezahlen. Und ich will überhaupt nicht sagen, also Energiewende ist total wichtig. Wir müssen es halt nur irgendwie auch gesellschaftlich und sozial verträglich gestalten. Daher dieses Thema Inklusion und wie man das jetzt in dem Bereich auch umsetzen kann. Hier nochmal, oh, das sieht jetzt leider nicht mehr so schön aus, das hatte ich eigentlich so schön gemacht, naja, aber vielleicht sieht man das, wenn ich hier meine Maus nehme, wir haben ja eben auch kurz, Katrin hatte über Energiearmut gesprochen und das zwei der wichtigen Faktoren, die zur Energiearmut führen, sind einmal hohe Energiepreise und ein relativ geringes Einkommen und am Ende kann sich ein Haushalt halt nicht mehr den Energiebedarf, den er eigentlich braucht, finanzieren. Das heißt, von Energiearmut betroffen ist. Wenn jetzt so welche Haushalte auch Teilhabe in kollektiver Energieproduktion haben könnten, dann hat das gleichzeitig auch schnell einen Effekt auf Situationen wie Energiearmut. Weil erstmal die Energiepreise, das sieht man jetzt hier, das sieht ja nicht mehr so schön aus,
Die könnten, die fallen etwas geringer aus. Also in so einer Energiegemeinschaft, gerade wenn jetzt so einen Regulierungsrahmen greift, den der europäische Gesetzgeber vorsieht, hier nochmal die Abbildung, das ist ungefähr die Struktur, wie so jetzt der Strompreis in Deutschland aufgebaut ist. Und 53% sind halt Steuern und Umlagen und Netzentgeltkosten. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel sagt, es gibt Steuervorteile oder die erneuerbare Energieumlage muss nicht voll bezahlt werden, dann kann man hier schnell an so einer Drehschraube schrauben und die Energiepreise werden geringer ausfallen. Das nächste, was ich eben ja schon meinte, ist, der Verbrauch sinkt, weil Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt werden, aber auch die Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das konnten wir auch an der Europa-Universität Viadrina nachweisen in einer Studie, wo sobald Leute anfangen zu prosumieren, auch der Verbrauch effizienter und geringer wird. Plus dieses zusätzliche Einkommen von zum Beispiel Überproduktion, habe ich ja eben auch schon gesagt. Und dann insgesamt kann man dann sagen, okay, der Preis sinkt, der Verbrauch sogar auch und es gibt vielleicht sogar noch ein bisschen extra Taschengeld. Gerade für einkommensschwache Haushalte ist das total wichtig und am Ende kann der Energiebedarf gedeckt werden. Und das hat jetzt halt, wie gesagt, auch der europäische Gesetzgeber erkannt und fordert hier in der Erneuerbaren Energienrichtlinie, was wirklich juristisch auch bindend ist, einen Regulierungsrahmen, speziell auch im Artikel 22 für erneuerbare Energiegemeinschaften, um die zu unterstützen und voranzubringen. Da sollen also bestehende Hürden beseitigt werden und ganz besonders steht da jetzt hier auch drin, und ich habe das hier, ne, das steht genauso in der Fassung drin, die Beteiligung soll und muss allen offen stehen, auch besonders jenen, die in einkommensschwachen oder bedürftigen Haushalten leben. Also das steht da explizit so drin und das ist jetzt nicht eine Empfehlung, sondern das ist eine Richtlinie, die ist juristisch bindend. Hier steht zum Beispiel auch nochmal drin, dass Zugang zum Beispiel zur Finanzierung gegeben werden müssen. Und jetzt als Hintergrund, weil das wichtig ist, diese Richtlinien müssen von den ganzen europäischen Mitgliedstaaten umgesetzt werden, und zwar innerhalb ihrer nationalen Energie- und Klimapläne. Und die hätten eigentlich bis Ende 2019 veröffentlicht werden sollen in der finalen Version. Deutschland hat das immer noch nicht veröffentlicht. Die haben nur ihre Draft-Version veröffentlicht und die habe ich mir mal angeschaut und auch die von den anderen Staaten und da steht echt nichts drin zu dem Thema. Also obwohl das auf EU-Ebene steht und auch gerade dieses muss allen offen stehen, in der Umsetzung ist jetzt halt die Frage, wie wird das umgesetzt, wird es überhaupt umgesetzt? Und das ist eigentlich eine riesige Chance, die hier eröffnet ist, nur wenn nichts passiert, dann stehen wir halt wieder da, wo wir vorher waren. Ach du meine Güte, das kann man jetzt hier überhaupt nicht sehen. Das ist ja doof. Kann ich das irgendwie klein? Nee, naja. So, ich wollte jetzt einfach nochmal kurz auf Stadt eingehen, weil auch in Städten gibt es Energiegenossenschaften. Es gibt zum Beispiel in auch andere Initiativen, die zum Beispiel Rekommunalisierungsprojekte vorantreiben. In Berlin gibt es schon seit Jahren den Kampf darum, das Stromnetz von Vattenfall, was mal privatisiert worden ist, wieder zurückzukaufen und zu rekommunalisieren, also in die öffentliche Hand zurückzubringen. Momentan sieht es noch schwierig aus, also es ist in einem juristischen Verfahren. Ich bin da aber auch nicht en Detail drin involviert, aber ich wollte nur mal sagen, es gibt diese Sachen. Und schlussendlich gibt es zum Beispiel in Berlin auch das sogenannte Modell des Mieterstroms. Und das wollte ich jetzt nochmal en Detail kurz vorstellen, weil das eigentlich super attraktiv ist. Es ist relativ straightforward. Da geht es jetzt darum, dass zum Beispiel der oder die Eigentümerin von einem Haus baut da zum Beispiel jetzt eine PV-Anlage aufs Haus, sieht man hier, ne? Und der Strom, der da produziert wird, der wird direkt an die Leute, die in dem Haus wohnen, verkauft. Zu einem geringeren Preis, weil halt kein öffentliches Netz zum Beispiel gebraucht wird, um hier den Strom zu verteilen. Das sind alleine schon mal 20% der Kosten, die wegfallen. Plus es gibt, wenn man das jetzt unter dem offiziellen Mieterstrommodell macht, gibt es nochmal eine Mieterstromzulage. Das heißt, der Strom, der hier verbraucht wird, ist einmal ja regional, superregional, lokal sogar sozusagen, produziert, nachhaltig und günstiger. Also die Leute, für die ist das super.
Überschussproduktion wird, das sieht man hier, verkauft, oder wenn mal Energie fehlt, dann kann man vom öffentlichen Netz auch was dazu kaufen. Das ist also ein sehr interessantes und attraktives Modell. Aber leider sind, und es gibt da so ein paar Berechnungen, ungefähr momentan in Deutschland nur 1% der Flächen von Mieterstrom oder ähnlichen Modellen verwendet und die anderen Flächen eben alle nicht. Und das liegt einmal daran, dass die gesetzliche Variante halt nur PV, also nur Photovoltaik Strom vorsieht, obwohl es Sinn machen würde, dass auch zum Beispiel so Fernwärmenetze oder Wärmepumpen etc. Es gibt so viele Möglichkeiten, das noch zu erweitern an einem Haus, weil ein Haus braucht ja nicht nur Strom, sondern auch Warmwasser. Da gibt es super viele Modelle, wo man ähnlich das kombinieren könnte, aber das wird vom Gesetzgeber halt nicht unterstützt. Das Gleiche ist ein anderes Thema, aber ähnlich. Also momentan in der Gesetzgebung redet man immer nur über ein Haus, anstatt jetzt zum Beispiel auf Quartiersebene zu denken. Es gibt einen maximal 500 Megawatt Anlagen dürfen das sein. Und das größte Problem ist, wenn ich jetzt als Vermieter, als Genossenschaft zum Beispiel, vermiete ich Wohnungen zu einem sozialen Preis, darf aber jetzt, sobald ich hier Strom auch noch produziere, kriege ich dann Probleme mit Gewerbe- und Körperschaftssteuer-Dingen. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur vermiete, dann muss ich darauf keine Gewerbe- und Körperschaftssteuer bezahlen. Aber sobald ich Strom damit reinmache, obwohl das ja allen, das hat ja nur Vorteile für die Umwelt, für die Gesellschaft, für die Leute, die da wohnen, es ist super. Aber der Gesetzgeber sieht es halt irgendwie nicht. Der sagt dann, wenn ich jetzt Strom auch produziere, dann muss ich Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer bezahlen. Und dann ist das wieder super unattraktiv und sogar teilweise für so eine Genossenschaft einfach nicht möglich. Aber das nur so als ganz kurzer Exkurs. Die Frage ist jetzt halt einfach, was jetzt? Also einfach nochmal so für die Diskussion im Anschluss. Was wir brauchen, da haben wir uns mit auseinandergesetzt in verschiedenen, also in Forschungsprojekten etc. Also einmal, gerade wenn es um Inklusion in so Energiegenossenschaften oder Energiegemeinschaften, egal ob das jetzt in der Stadt oder irgendwo anders ist, dann ist erstmal die Finanzierungsfrage eine große Frage, weil in Deutschland zum Beispiel, es gibt zwar Genossenschaften, also Energiegenossenschaften, wo wirklich fast jeder mitmachen kann, nur für so ein paar Euro, aber im Schnitt hat jedes Mitglied eine Beteiligung von 4.000 Euro in Deutschland. Das ist natürlich, das ist für einkommensschwache Haushalte einfach unmöglich. Also es braucht Möglichkeiten zur inklusiven Finanzierung. GoParity ist zum Beispiel so eine Crowdfunding-Plattform aus Portugal, die nur Projekte crowdfundet im Bereich erneuerbare Energien, die halt so kollektiv aufgebaut sind, super interessant. Dann gibt es zum Beispiel in Dänemark einen Fall von einer Insel, wo ein Windprojekt kommunal von einer Gemeinschaft aufgebaut worden ist und die haben mit der lokalen Bank zusammen spezielle Kredite ohne Zinsen für einkommensschwache Haushalte ermöglicht, damit die dort damit ihre finanzielle Teilhabe finanzieren können, was halt auch interessant ist. Aber es sind immer nur so kleine Dinge, da bräuchte es jetzt einfach mal so eine strukturelle Antwort. Und in Deutschland und auch in anderen Projekten, weil ich arbeite auch in einem Projekt SCORE, wo wir das in Italien, in Tschechien und in Deutschland auch machen wollen, da haben wir ein Problem mit gerade wenn jetzt ein Haushalt in Deutschland zum Beispiel Hartz IV bekommt, dann darf ich gar nicht einfach so Teilhaber, also Mitglied von so einem Projekt werden, weil das ja bedeutet, dass ich irgendwie da auch einen Wert habe. Also mir gehört ein Anteil von diesem Projekt und um Hartz IV zu bekommen, darf man ja nichts haben. Ne? Du darfst keine Ersparnisse, nichts haben. Da kommt man dann sofort in so einen Sozialstaatskonflikt, der da die Teilhabe und die Partizipation eigentlich von grundherein erstmal verweigert. Also da muss umgedacht werden, super wichtig. Und dann, was eigentlich auch noch super wichtig ist als Thema, was ich hier jetzt aber einfach nur in die Diskussion, die wir nachher hoffentlich auch haben werden, reinbringen möchte, ist einfach mal Eigentum auch im Energiekontext zu überdenken. Also Strom als Konsumgut, das mir zur Verfügung gestellt wird, oder ist Strom eher so ein öffentliches Gut, also ein allmendes Gut? Da kommen wir dann so zur Diskussion Stromallmende, dass uns das allen gehört und wir auch alle irgendwie an der Produktion beteiligt sein sollten.
Also das sind auch noch mal so Themen. Und dann letztendlich noch mal, weil ich mir die jetzt einfach gerade angeguckt hatte, diese nationalen Energie- und Klimapläne, dass man da diese Entwicklung beobachten muss, weil auf europäischer Ebene so viel passiert ist in den letzten Jahren und da so viel Lobbyarbeit, auch gute Sachen passiert sind. Und jetzt aber bei der Umsetzung auf nationaler Ebene ist total ins Stocken gerät, dass man da nochmal drauf guckt und schaut, wie können wir da Druck ausüben. Genau, also das wären so die Ideen gewesen und ich freue mich nachher auf unsere Diskussion. Sehr gut. Ich habe jetzt ist hier ein Echo drin. Schon besser. Aber es gab eine Frage in der Chat-Funktion vom Pad. Und hieß das Crowd Charity. Hieß das so? Crowd Charity. Crowd Charity, ja. Jemand hat das offensichtlich gehört. Ich glaube, das war bei dieser Folie, genau. GoParity. Das ist Go nämlich, Parity. Okay. GoParity ist diese Crowdfunding-Plattform speziell für Projekte im Bereich erneuerbare Energien, wo Gemeinschaften, also erneuerbare Energiegenossenschaften zum Beispiel, soziale Projekte machen im Bereich Energie, also im Bereich erneuerbare Energie. Und das nennt sich GoParity. Und das ist aus Portugal. Genau, war das die Frage wahrscheinlich? Ich Hoffentlich. denke es mal, ja. Okay. Wenn nicht, können wir das bestimmt nachher in der Diskussion klären, wenn wir in den anderen Raum wechseln, wo alle mitreden können. Genau. So, jetzt die Haben jetzt Frage. noch einen zweiten Input. Ich versuche den kurz zu machen. Und vor allen Dingen muss ich erstmal die Technik zum Laufen kriegen. Das heißt, Florian ist gerade vom Bildschirm verschwunden. Müsste die Bildschirmpräsentation beenden. Sorry, ich war gerade auf einmal raus. Du hast jetzt gerade. Ich habe jetzt mir mal das Präsentationsrecht geholt, aber ich habe wieder eine Fehlermeldung. Das heißt, auch ich versuche es mit Hochladen. Und das wird das Gleiche passieren wie bei dir, denn auch meine Präsentation ist auf diesem breiten Format. Zusammenschieben, das wird jetzt auch ein bisschen blöd aussehen, aber ich glaube, wir leben lieber damit, dass es blöd aussieht, als dass es gar nicht funktioniert. Er hat schon 100% hochgeladen, ist jetzt dabei zu konvertieren. Das sieht auch ziemlich zügig aus hier. Und ich bin jetzt mal gespannt. Ah ja, siehst du, da ist es schon. Gut. Also, ich möchte diesen Zusammenhang zwischen energetischer Sanierung und Verdrängung mal mit einer Systematik beleuchten, die ich aus der Perspektive residenzielle Segregation ziehe. Wie gesagt, ich versuche jetzt ein bisschen schnell durchzugehen. Wenn ihr Fragen habt, gerne in den Chat oder später dann in den Gruppen. So. Wie kriege ich jetzt hier weitergeklickt eigentlich? Ach, hier. Ah, okay. Das heißt, sämtliche Animationen sind auch nicht da. Wir leben damit. Also, ich habe die Folien mit Absicht auf Englisch gelassen, weil gestern in der großen Begrüßung und der Eröffnung auch versucht wurde, das ein bisschen zweisprachig zu machen. Und ich dachte, ich habe die Folien auf Englisch. Dann rede ich auf Deutsch und die, die Deutsch nicht so gut verstehen, können wenigstens Englisch mitlesen. Also, energetische Sanierung, habe ich vorhin schon angedeutet, ist eine Praxis, die total gehypt wird, weil alle Entscheidungsträger glauben, dass sie damit viele Fliegen mit einer Klappe erschlagen können, Jobs kreieren, CO2-Emissionen reduzieren und auch den Energiearmen helfen. Diesen Dreiklang findet man an Erwartungen immer wieder. Das ist hier eine Darstellung aus dem Policy Fact Sheet von der Building Performance in dem Building Performance Institut der EU, wo das nochmal deutlich zu sehen ist. Und aber aus einer Sicht der Wohnungsforschung, der Wohnungsmarktforschung muss man sagen, wenn es
der Startpunkt dieser Erwartung ist, dass die Niedrigeinkommenshaushalte in den schlechtesten Wohnungen qualitativ sich konzentrieren. Wieso erwartet man dann, dass nach der Sanierung die Niedrigeinkommenshaushalte plötzlich in den qualitativ hochwertigen Wohnungen wohnen würden und nicht sich über die langfristig wieder in den schlechteren Wohnungen konzentrieren? Und aus dieser Sicht kann ich da nicht ganz so optimistisch sein. So, jetzt wieder nächste Folie, Moment. Genau. Also aus einer Segregationssicht gibt es verschiedene Treiber, die man bedenken muss, die dieses Muster der sozialen, der räumlichen Verteilung sozialer Gruppen bestimmen. Segregation ist eben diese ungleiche Verteilung sozialer Gruppen im Stadtraum. Das kennen die meisten von euch. Hier mal illustriert mit einer Karte von Berlin, die in dunklen Farben die Konzentration von transferabhängigen Haushalten zeigt. Und über viele Jahrzehnte Segregationsforschung weiß man, das entscheidet sich irgendwo im Zusammenspiel aus Wohnungsangebot, das schon ungleich ist, der Nachfrage nach Wohnen, wo verschiedene Haushalte verschiedene Ressourcen haben, und den wohlfahrtsstaatlichen Regulationen, den rechtlichen Regelungen und Unterstützungen, die mal gut funktionieren und mal auch ambivalente Wirkungen haben. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe die stadtökonomische Literatur zum Thema Energieeffizienz mir angeguckt. Und das ist interessant, weil in dieser Literatur, die sehr selbstverständlich diese ökonomische Perspektive von Investoren übernimmt, spricht man hier von einem Price Premium, also energieeffizientes energieeffizientes Wohnen ist teurer, und wer als Investor energieeffizientes Wohnen anbietet, kann höhere Preise aufrufen, wie hier zum Beispiel diese Studie aus Irland zeigt, die sagt, dass A-gelabelte Wohnungen also 9,3% mehr Kosten im Vergleich zur Mitte, zu den D-Ratings, und die unteren, schlechtesten Ratings sind 10% weniger wert als und verkaufen sich für 10% weniger als die Mitte. Und die haben noch eine Tabelle in dieser Studie, wo sie, was man jetzt nicht sieht, in der zweiten Spalte Studien aus verschiedenen Ländern summieren und zeigen, was dort jeweils die Ergebnisse sind. Und in der rechten Spalte, wenn man das lesen kann, würde man jetzt also sehen, dass die Befunde sind immer wieder die gleichen. Energieeffiziente Wohnungen verkaufen sich besser, verkaufen sich schneller, verkaufen sich für mehr Geld. Green Labels sind ein Verkaufsschlager sozusagen. Also in der Summe, der private Wohnungsmarkt hat natürlich immer die Erwartung, dass sie ein Return on Investment, also einen Profit machen. Und die Investition in Energieeffizienz aus einer stadtökonomischen Sicht zahlt sich aus. Sie zahlt sich im Eigentumsverkauf schneller aus als im Mietermarkt, auch wenn uns der Mietermarkt natürlich aus einer deutschen Brille mehr interessiert. Das war sozusagen die ganz privatwirtschaftliche Brille. Jetzt habe ich hier ein Fast Best Practice mitgebracht aus München. Das ist eine Studie, wo die Kolleginnen die Chance hatten, eine Genossenschaft, die energetisch saniert hat, über den gesamten Verlauf dieses Projekts zu begleiten und auch die Haushalte zu befragen und zu messen, was haben sie vorher bezahlt und verbraucht und was haben sie hinterher bezahlt und verbraucht. Und der etwas traurige Befund ist, dass selbst in diesem Beispiel einer Genossenschaft, die kein Profitinteresse hat, die total inklusiv den Prozess gestaltet hat, wo die Mieter die Möglichkeit hatten, auch zu bestimmen, wie viel Sanierung wollen sie, und das auch in diesem Prozess weniger geworden ist. Und selbst da gibt es diese linke obere rote Ecke. Das sind alle die Haushalte,
die hinterher in der Summe der Wohnkosten und der Energiekosten eben nicht sparen, sondern mehr bezahlen. Und während jetzt die Gelben zum Beispiel profitieren und weniger bezahlen. Und dummerweise sind das die mit den niedrigsten Einkommen gewesen, nämlich die, die vorher gespart haben an Energie. Das zahlt sich jetzt nicht mehr aus. Und die Miete ist halt fest, ne? Da kann man nicht nicht nach unten reduzieren. Genau. Also das sieht in diesem Modell ziemlich pessimistisch aus. Es ist offensichtlich nicht möglich. Diese schöne Win-Win-Situation, wir sanieren und dann bezahlen die Leute weniger Energie, so leicht herzustellen. Und meistens wird eben nicht nur energetisch saniert, sondern wird auch noch das Wohnumfeld schick gemacht und dann ist es eben hinterher teurer. Die einzigen Ausnahmen hier sind Modellprojekte, die auf Fördermittel zurückgreifen können in Größenordnungen. Aber wer auf Fördermittel nicht zurückgreifen kann, und ganz ehrlich, in Deutschland sind unsere Förderprogramme eher kreditgünstige Kreditprogramme, viel Förderung im Sinne von Zuschüssen ist da gar nicht drin. So, ich gehe mal zu den etwas gravierenderen Beispielen. Das gab vor 6 Jahren ungefähr so eine Zeit, da war unsere Presse sehr aufmerksam auf solche Modelle. Das hatte offensichtlich damals mal Nachrichtenwert. Diese Berichterstattungen sind inzwischen wieder verschwunden. Hier aus dem Jahr 2014, das ist ein Beispiel aus Hannover von einem Rentner, der also eine Sanierungsankündigung bekommen hat, explizit energetische Sanierung und damit gleichzeitig auch die Mietsteigerungsankündigung. Und er sollte also 1200 Euro pro Monat Mietsteigerung in Kauf nehmen. Zusätzlich zu den 700 Euro, die er sowieso schon bezahlt hat, macht zusammen 1900 Euro. Und er hätte sich das um Gottes Willen nicht leisten können. Er hat, glaube ich, dann einen Härtefallantrag gestellt. Das ist auch eine deutsche Spezifik. Bei uns müssen die Haushalte die Härtefallregelung beantragen. In anderen Ländern müssen die Eigentümer aufpassen, dass sie keine sozialen Härtefälle verursachen. Vielleicht kennt der ein oder andere dieses Beispiel, Kopenhagener Straße 46 in Berlin. In der Mitte sehen Sie Sven Fischer, der also Bewohner dieses Hauses ist, ich glaube auch tatsächlich immer noch ist, und zwar der letzte der ehemaligen Belegschaft, die allesamt rausgedrängt wurden, indem dieses Haus verkauft wurde an eine neue private Investorin und die haben eine Sanierungsankündigung geschickt. Und in dieser Sanierungsankündigung waren folgende Mietpreissteigerungen angekündigt. In Blau oben haben wir die Miete davor. Das macht mit Kalt- und Warmmiete ungefähr 1000 Euro. Dann in Orange seht ihr, wie viel Mietpreissteigerung angekündigt war, alleine wegen energetischer Maßnahmen. Dazu kamen dann in Grau noch ein paar andere Maßnahmen, macht alles zusammen eine Steigerung von fast 300% auf fast 3000 Euro Miete für eine Wohnung in Berlin. Das ist legal. Das wissen auch wahrscheinlich eine ganze Menge Leute inzwischen gut. Wir haben mit den Modernisierungskosten, mit der Modernisierungskostenzulage haben in Deutschland Besitzer die Möglichkeit, ihre Modernisierungskosten auf die Miete umzuschlagen. Das ist auch ein spannendes Gesetz, wenn man das mal im internationalen Vergleich sich anguckt. Das wurde inzwischen geändert. Es sind jetzt nur noch 6-8%. Aber das ist, wenn man sich solche Beispiele anguckt, jetzt auch nicht gerade der große Gewinn für die Haushalte. Es ist immer noch eine ziemliche Steigerung. Und vor allen Dingen ist der Mechanismus immer noch der gleiche. Das ist eine Politik, die kommt aus den 70er Jahren, war damals dazu gedacht, dass dass private Investitionen in den Innenstädten mobilisiert werden, um die damals verfallenden Innenstädte der Bundesrepublik wieder auf Vordermann zu bringen. Das Problem ist nur, dass Investoren sich selten wie Hasen verhalten, sondern dass sie relativ zügig verstehen, wie die Regelungen funktionieren und wo da die Nischen und die Lücken sind. Sodass also diese Politik, dieses Mittel der Modernisierungsumlage
zu einem Verdrängungsmotor in angespannten Wohnungsmärkten geworden ist, während in den anderen Wohnungsmärkten, wo die Nachfrage geringer ist, in schrumpfenden Wohnungsmärkten eher nichts passiert an Sanierung. Genau. Das wäre jetzt ein Beispiel aus Polen gewesen. Das Bild sieht man jetzt leider nur zur Hälfte. In Danzig haben Kollegen hier ein Viertel untersucht, ein ehemaliges Arbeiterviertel, was in Innenstadtlage mit EU-Geldern saniert wurde. Und in diesen EU-Geldern steckte wieder das Ziel, Low Carbon, also CO2-Ausstoß minimieren. Teile wurden abgerissen, neu gebaut. Das ist das, was man jetzt hier oben noch sieht. Andere wurden saniert. Und am Ende haben sie mit Experteninterviews herausgefunden, dass etwa die Hälfte der Haushalte nicht, die vorher da gewohnt hat, verdrängt wurden, teilweise indirekt, teilweise direkt. Und in der Regel lag es an den gesteigerten Preisen. Das war jetzt die Angebotsseite. Mal ganz kurz auch auf die Nachfrageseite geguckt. Es gibt inzwischen viele Studien, die sich damit befasst haben, ob Energieeffizienz eine Präferenz ist in der Wohnungssuche. Ich habe das auch selber mal gemacht, 2012 in Delitzsch, nördlich von Leipzig, eine Kleinstadt, wie ihr hier seht. Und wir haben dort stadtweit repräsentativ befragt, was denn die Kriterien bei der Wohnungssuche sind. Und haben dort gefunden, dass die Pull-Faktoren für die aktuelle Wohnlage, also die Kriterien, die ausschlaggebend dafür waren, dass man da hingezogen ist, wo man jetzt wohnt, dass hier in Rot, also sowas wie ein modernes Heizsystem, geringe Heizkosten, eine gute Isolierung, damals schon unter den Top 10 waren. Und dann haben wir gefragt, für den nächsten Umzug, den Sie planen, was sind dann die Kriterien? Und da konnte man sehen, dass diese drei energiebezogenen Kriterien auf die ersten drei Plätze gerutscht sind. Nur entscheidend, nur ist das nicht so eine große Spanne. Die ersten drei haben nicht so viel weniger Punkte als die nächsten drei, aber es ist trotzdem unglaublich interessant und es ist nicht die einzige Studie, die das belegt. So, und dann haben wir aber hier helle Haushalte und dunkle Haushalte in den Balken. Die hellen sind die mit einem Einkommen über der Armutsgrenze und die dunklen sind die mit einem Einkommen darunter. Alle beide hätten gleichmäßig diese Präferenz für energieeffizientes Wohnen, aber wir wissen, dass die Chancen, das auch zu realisieren, für die helle Hälfte natürlich viel höher ist. So, okay, also auch ausgeblendete Folien zeigt diese hochgeladene Präsentation jetzt mit. Die ist jetzt zu komplex, um es zu erklären. Wir haben festgestellt, dass sich in Delitzsch die Segregation verstärkt. Das überblende ich aber jetzt und möchte das hier noch zeigen. Das ist eine Studie aus Göteborg, Schweden. Die ist deswegen so spannend, weil es die erste auf ganz Gesamtstadtebene ist, die die Frage stellt, was passiert mit den Mieten, wenn wir energetisch durchsanieren. Das ist also eine Modellierung und die vergleicht hier in der Karte zwei Dinge. Der graue Hintergrund der Quartiere zeigt die Durchschnittseinkommen an. Je dunkler, desto geringer. Und die Farben, ich zoome gleich noch ein bisschen rein, da sieht man es ein bisschen besser. Die Farben, die sind quasi auf die Gebäude gelegt und die zeigen an, wie hoch die Erwartung der Mietpreissteigerung ist. Und das Muster, was man sehen kann, hier so mit Blick auf die innere Stadt und hier mal mit Blick auf den Norden von Göteborg, ist, dass die dunkelsten Gebiete am rotesten sind in der Mietpreissteigerung, also da, wo die Einkommen am geringsten sind, hier zum Beispiel, ne, die schwarzen Bereiche, dort sind die Gebäude in Rot, das heißt, dort wird die höchste Mietpreissteigerung erwartet, wenn dort saniert werden würde. Es ist eine Modellierung, es ist nicht ein Faktenbericht. Das heißt aber auch, dass die Strategie zu sagen, wir sanieren zuerst da, wo die Qualität am schlechtesten ist und die Preise am geringsten sind, vor allen Dingen heißen würde, dass wir eine ganze Menge bezahlbaren Wohnraum auch vom Markt nehmen und dass man über diese Strategie eine Weile nachdenken sollte. So, das ist meine letzte Folie.
Die fasst nochmal zusammen, dass also Energieeffizienz ein potenzieller Treiber von Segregation ist, dass also auf der Angebotsseite zu erwarten ist, dass die preiswerten Wohnungsmarktsegmente weniger werden, während die hochpreisigen Wohnungsmarktsegmente mehr werden, dass spekulative Investitionen dadurch gefördert sind und teilweise auch eben das Vorhaben der Renoviction, das ist dieser englische Begriff dafür, dass renoviert wird und dabei aber Eviction, also Verdrängung passiert. Auf der Nachfrageseite ist es ähnlich problematisch. Energieeffizienz wird zu einem Präferenzfaktor, aber die Restriktionen auf dem Wohnungsmarkt werden dazu führen, dass nur die Haushalte mit mehr Geld diese Präferenz auch realisieren können, während andere sogar Verdrängung und eben Renoviction erleben. Und der wichtigste Befund aus meiner Sicht ist, dass die Förderprogramme total ambivalent wirken. Also während also Klimaschutzprogramme gestrickt werden, die interagieren mit dem Wohnungsmarkt und das eben häufig zum Nachteil der Haushalte. Und diese Klimaschutzprogramme sind nicht sensitiv für diese Wohnungsmarktmechanismen. Und das ist ein größeres Problem, was viele Entscheidungsträger gar nicht sehen und nicht für sensibel sind, weil sie weiter an das Win-Win glauben, was die Programme propagieren. Dankeschön. Okay, es gab noch eine Frage auch in dem Pad. Ich würde jetzt einmal kurz vortragen und dann kannst du vielleicht kurz darauf reagieren, Katrin. Wie denkt ihr über progressive Energiepreise? Sprich, es gibt ein kostenloses Grundbudget an Energie, mehr Verbrauch kostet entsprechend mehr. Welche Hürden seht ihr für ein solches Modell? Also die Caritas, ich weiß nicht, ob es die ganze bundesdeutsche Caritas ist, aber der Landesverband in Thüringen auf alle Fälle fordert im Prinzip genau das. Eine Grundversorgung mit etwa 1000 Kilowattstunden pro Monat. Und jeder Verbrauch darüber, also ich weiß gar nicht, ob Sie meinen, das müsse kostenfrei sein, das kann man auch diskutieren. Und dann eine progressive Staffelung. Was häufig als Gegenargument herangezogen wird, ist, das ist ein bürokratischer Aufwand. Also diese Verbindung zwischen, was ist das Einkommen und wie muss dann der Strompreis auch aussehen, die sei so kompliziert. Ich sage mir immer, wir kriegen so viel Bürokratisches. Also Deutschland ist ja bürokratieverliebt und ausgerechnet an der Stelle ist es als Argument gegen eine progressive Strompreisstaffelung. Im Moment haben wir regressive Effekte. Die erneuerbare Energienumlage, die Florian angesprochen hat, die wurde aus einer ökologischen Sicht immer händeringend verteidigt. Inzwischen ist relativ klar und wird auch von Energieakteuren in Deutschland klar benannt, die wirkt aber regressiv. Also sie belastet die Niedrigeinkommensbezieher stärker als die mit mehr Geld. Das leisten wir uns auch. Warum können wir dann nicht über einen progressiven Stromtarif nachdenken? Also ich wäre da dafür. Okay, weitere Fragen gab es jetzt erstmal nicht. Ich würde jetzt alle einladen, in den Big Blue Button Raum 1 zu kommen, weil da treffen wir uns jetzt alle gleich wieder, um die Kleingruppen zu haben. Und da wollen wir dann so ein bisschen diskutieren über Visionen, wie das denn jetzt weitergehen kann. Also Recht auf Stadt und Recht auf Energie. Was für eine Zukunft können wir uns da denken? Was für Lösungsansätze können wir uns überlegen? Und was sind so ein paar Schritte, die wir jetzt alle gleich machen könnten oder die auch strukturell gemacht werden müssen, um an dieser Vision weiterzuarbeiten? Genau, dafür würde ich jetzt alle einladen, in den Big Blue Button Raum 1 zu gehen. Den findet ihr unter dem Programm, unter unserem Programmpunkt. Da seht ihr das. Da steht dann Austausch und Diskussion ab 11. Wir sind ein bisschen verspätet, aber nicht so schlimm. Und dann einfach Join BB2 Room 01.
Und wir freuen uns auf euch, gleich dort die Diskussion weiterzuführen. Bis gleich. Und dann würde ich